Vagabund, Krieger oder Held? Deine Mitte sieht schon nice aus, ne? Das geht sogar noch weiter. Bandit, Astrologe, Prophet, Samurai, Gefangener. Jawohl. Bekenner, Bettler. Aha. Prophet einfach mit so einem Ding um den Hals. Auch nicht schlecht. Also ich hätte auch Bock, irgendwie ein paar Zauber auszuüben. Können das denn alle? Das ist die Frage. Ich glaube, ich nehme die hier. Körpertyp. So, ich muss hier bestätigen. Schlank. Muskulös. Alter. Alter beeinflusst nur das Aussehen, nicht die Fähigkeiten. Dann können wir auch erwachsen machen. Frage ist, hier change ich auch die Waffen mit, ne? Samurai hat auch einen Bogen, das finde ich nice. Eigentlich hätte ich auch gern einen Bogen. Dann halt so Feuerpfeile. Sollen wir als Samurai spielen? Was sagt ihr? Geschickter Kämpfer aus dem Schilfland. Bevorzugt Katanas und Langbögen. Ja, ich nehme den. Ihr schreibt ja nicht. Keine Andenken. Die Vergangenheit ist ein für alle Male vergangen. Ein Medaillon mit rötlichem Bernstein erhöht die maximalen LP. Was? Nee, Zwischenlandrune. Das Gold der Gnade leuchtet in den Augen der Menschen im Zwischenland. Benutzt dies, um viele Runen zu erhalten. Ein goldener Samen Treibgut aus dem Zwischenland verstärkt angeblich Heiligflaschen. Och, geil. Die Asche winziger Golems. Angeblich enthält diese Asche sogar Geister. Drei seltsame gesprungene Töpfe, die sich selbst reparieren, behält für bestimmte Wurfobjekte. Zwei Steinschlüssel in Schwertform heben Siegel von Wichtstatuen auf, können jedoch nur einmal verwendet werden. Fünf heilige Äste erfüllen von betörender Macht. Sie stammen angeblich von dem Halbgott Miquella. Fünf Portionen gekochtes Garnelenfleisch erhöht die Resistenz gegen körperlichen Schaden. Und Iris
Antlitz eines Adligen, dessen Augen herausgerissen wurden, zieht die Aggression von Feinden an. Asche wenigstens Golems. Angeblich enthält diese Asche sogar Geister. Ich glaube, ich nehme die. Grundvorlage. Detailliertes Aussehen, Alter, Erwachsen, Stimme. Kann ich mir die nicht anhören? Ne. Hautfarbe. So, Gesichtshaar ändern. Gesichtszüge. Gesichtsform. Was scheinbares Alter. Ja, 245, jawohl. Gesichtsstruktur. Ach du Scheiße. Ja, der braucht. Nee. Da will ich nichts ändern. Haare. Aber Samurais hatten doch immer lange Haare. Aber mit so einem Zopf, ne? Ich glaube, der kommt dem schon am ähnlichsten. Ah, hier. Ja, aber Samurais hatten lange Haare. Egal, das nehmen wir. Haarfarbe. Ja, schwarz. Glanz brauchen wir nicht. Was? Wurzeldunkelheit. Junge. Augenbrauen. Nein. Wimpern. Augen. Sieht man doch eh nicht. Oder? Jo, so ein Kreuz im Gesicht. Okay, kein Tattoo. Augenklappe. Also, Körper ändern. Nee, muskulös, okay. Speichern. Und jetzt? Fertig. Fallen leaves tell a story. The great Elden Ring was shattered in our home across the fog. The Eternal is nowhere to be found.
And in the night of the Black Knives, Godwin the Golden was first to perish. Soon, Marika's offspring, demigods all, claimed the shards of the Elden Ring. The mad taint of their newfound strength triggered the shattering. A war from which no lord arose. A war leading to abandonment by the greater will. Oh, rise now, ye tarnished, ye dead who yet live. The call of long-lost grace speaks to us all. Horalu, chieftain of the Badlands, the ever-brilliant Gold Mask. Fear, the deathbed companion, the loathsome Dung-Eater, and Sir Gideon Othnir, the all-knowing. Ich hatte schon leicht Gänsehaut. And one other, whom grace would again bless. A tarnished of no renown. Cross the fog to the lands between. Stand before the Elden Ring and become the Elden Lord. So, der Ring. Aktion umschalten. Nachricht lesen. Wie kann ich es lesen? Huch. Okay, umschalten, zack. Achso, mit Y. Oh, jetzt muss ich echt mit Isaac Elden Ring. Was? Gut, schlecht? Ich glaube, es ist besser mit Controller zu spielen, aber ich bin kein geübter Controller-Zocker. Blut wegrühren, aber
Moment. Komme ich hier irgendwie in die Option? Ja. Tastaturbelegung. Objekte wechseln. Waffe für bla bliblub. Objekte benutzen. R. Und E. Alter, ich komme hier nicht mal aus dem Menü raus. Escape funktioniert ja auch nicht. So, nochmal R. Nee. Ah, mit E, okay. Keine Gegner voraus. Das ist schön. Gibt's hier noch irgendwas? Nee. Mag der Pfad auch zerschmettert und unsicher sein, besteige den Thron des Eldenfürsten. Der Erwartung. Hier ist blockiert. Vorsicht vor hoch. Hier von etwas Unglaubliches. Kann ich denn eigentlich Okay, hier gibt's nichts. Ich will hier mal alles looten. Aber hier ist nichts. Vorsicht vor Finger. Versuchen. Besser nicht. Also nicht erwartet das Eldenring Zeit für dies Angriff. Vorsicht. Erster Angriff. Oh, geil. Sniper Mode, ey. Ist hier nichts zum Loot? Rechts versuchen. Ringen versuchen. Ich will da nicht runterspringen, bin ich direkt dead. Oh Gott. Wie kann ich denn einfacher zu meiner Waffe wechseln? Und blocken. Der macht immer direkt einen Bogen. Ah, jetzt habe ich ein Schild, okay. Hier ist nichts. Ganz kurz meine Mausempfindlichkeit ein bisschen runterschrauben.
Wo haben wir es denn? Kameratempo. Ja. Mausintensität. So. Das ist immer noch sehr schnell. Noch besser. Tschüss. Dreht mein kompletter Controller hier. Ich muss den mal eben ausmachen. Glaube ich. Was war denn das jetzt? Nein! So, danke schön. Das ist wieder Großmaß. Also das ist sau schwer mit Tastatur. Ich wechsle jetzt mal. Tapferer Befleckte, wagt den Sprung. Des Lernens und des Echos. Erinnert euch an die Kunst des Krieges und euer Kriegsblut. Okay, da hab ich Blocken. Boah, da muss ich mich echt erstmal dran gewöhnen. Das wird nicht so einfach für mich mit Controller. Ich spiele nie Controller. Was? Gnade entdeckt. Dein Schwertschlüssel nicht im Inventar. Okay, alles klar. Mit dem Krummfinger des Befleckten hinterlasst ihr ein goldenes Rufzeichen. Andere Spieler in anderen Welten können euch mit diesem Zeichen für einen Koop-Mehrspielerpartie rufen. Als Krummfingergast ist es eure Aufgabe, dem Wirt im Kampf gegen den Gebietsboss zu helfen. Der Kompass an am oberen Bildschirmrand weist euch die Richtung zu dem Wirt der Finger, der euch gerufen hat. Okay. Interessant. Wo habe ich nochmal... Was ist das da, was der mal aus der Tasche rausholen will? Ja, das habe ich verstanden. Hier. Da ist... Den Hebel kann ich nicht betätigen. Ich glaube, das war nur semi-gut. Scheiße. Kein Loot? Kein Loot.
Im Zwischenland findet ihr an jeder Ecke Früchte, Blumen, Pilze, Schmetterlinge und viele andere nützliche Materialien. Diese Materialien könnt ihr für die Herstellung von Objekten einsetzen. Ja, sehr gut. Her damit. Hier gibt's ganz viel. Direkt her damit. Loot, Loot, Loot. Gib mir Loot. In jedem Gebiet könnt ihr auf Märtyrerbildnisse stoßen. Diese Bildnisse dienen als Herbeirufungsreserven. In diesen Orten wird es euch leicht fallen, andere Spieler herbeizurufen, da sie als Sammelpunkte für Koop-Rufzeichen und feindlichen Rufzeichen fungieren, die mit kleinen Bildnissen erstellt wurden. Okay. Okay, kann ich dann Spocky herbeirufen, wenn er das dann morgen auch zocken kann. Boah, Alter, die Welt ist ja mir mega. Leute, ich spiele das auf 4K, ne? Das sieht so hammermäßig aus, einfach nur. Aber ich glaube, ich muss die Kamera mal ein bisschen kleiner machen, oder? Was sagt ihr? Im Kamerabereich. Ach so, der eine Tod am Anfang, der zählt nicht, ne? Also, ich musste scheinbar sterben. Einmal. Der zählt nicht. Was haben wir denn hier? Totenkopf. Und hier geht's tief runter. Sieht echt herrlich aus, ne? Adernblatt. So, und jetzt hau ich den. Nein, hauen die ab. Scheiße. Wunderschön. Ja, ja, auf jeden Fall wunderschön. Ich könnte mal einen Screenshot machen. So. Also Leute, ich werde nicht nur stumpf den Missionen folgen, ich will ja auch entdecken. Das finde ich mega nice. Nein! Vorne muss ich noch hin, da ist noch eine Statue. Gnade berühren. Verlorene Gnade entdecken. Gnade existiert, um die Befleckten zu führen und ihnen den richtigen Weg zu weisen. Selbst heute besitzen manche Orte der Gnade noch diese Macht. Ihre goldenen Strahlen werden euch den Weg weisen. Okay, interessant. Nutzt eure Karte, um eure aktuelle Position, das Terrain und die Gebäude in der Umgebung zu überprüfen. Ihr könnt eure Karte mit neuen Informationen aktualisieren, indem ihr Kartenfragmente in Stelen entlang der Straße findet. Ihr könnt außerdem leuchtende Marker frei auf der Karte platzieren, um euch beim Erkunden besser zu orientieren. Und wie konnte ich die Karte aufrufen? Ah, mit Start, okay. Oh ja, ist gar nicht so klein, ne? Der erste Schritt. Okay. Und was bist du für einer? Oh ja, ein Befleckter seid ihr. Come to the lands between for the Elden Ring. Of course you have. No shame in it. Unfortunately for you, however, you are maidenless. Without guidance,
without the strength of runes, and without an invitation to the Round Table Hold, you are fated, it seems, to die in obscurity. So, da unten haben wir schon einen fetten Ritter gesehen. Da hinten. Ich weiß nicht, ob ich mich mit dem schon anlegen kann. Ich würde jetzt mal sagen, nö. So spontan. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal hier so ein paar kleine Viecher platt. Sieht ein bisschen heftig aus, ja? Der Dude. Der hat mich schon entdeckt. Geh mal weg. Ah, wie konnte ich jetzt, meine Waffe changen? Ah, hier. Ich glaube, die hebe ich mir doch lieber auf. Okay, wo muss ich denn jetzt eigentlich hin? Gut, aber das ist ja da der erste Schritt. Muss ich doch gegen den Dude da kämpfen? Kommt der Ritter. Oh, da komme ich nicht hoch, ey. Na doch. Mal gegen den Baum geschossen, jawohl. Rüstet einen Bogen aus, um Pfeile abzufeuern. Ihr könnt zwei Pfeiltypen gleichzeitig ausrüsten und dann zwischen diesen wählen. Führt ihr einen Bogen beidhändig, haltet LB, um präzises Zielen zu aktivieren. Zielt genau mit R. Okay, ja. Pfeiltyp 1, Pfeiltyp 2 abfeuern. RB und R2. Okay, verstanden. Rastet hier ja ganz schön aus, Alter.
Ja, schön. Weiter runter kann ich nicht zielen. Ja, wo sein? Ach, der ist jetzt resettet oder was? Jo. Alter Verwalter, der ist richtig gut. Kann ich das Item nutzen? Ah, so. Den kann ich doch gar nichts ausrichten. Aktuell. Zerpflückt mich doch komplett. Geh erstmal woanders hin. Die sehen doch schnuckelig aus. Vernichtet ihr eine Gruppe von Gegnern, füllen sich eure Flaschen wieder, okay? Die Anzahl und Art der gefüllten Flaschen variieren je nach der Gegnergruppe. Ihr könnt nur so viele Flaschen auffüllen, wie es euch eure maximale Anzahl erlaubt. Okay, interessant. Hab ich alle. Goldene Rune. Sehr schön. So ein Blutfleck. Könnte auch irgendwie ducken. Oh Gott, nein, das wollte ich nicht. Kann ich den ducken? So. Ich kann mir den auch markieren und dann bin ich immer auf den ausgerichtet, ja. Oh Gott, jetzt habe ich nur eine Faust. Das war natürlich. War vielleicht nicht so clever. Down. Ich muss gleich mal gucken, was ich aus diesen ganzen Pflanzen machen kann. Vielleicht kann ich da ein paar mehr Tränke basteln. Wäre natürlich nice.
liegt hier. Wurzelharz. Okay. Gesehen oder hat er mich nicht gesehen? Nee, er hat mich nicht gesehen. Da haben wir auch noch einen Dude. Was ist das denn? Goldschimmerkraut. Das ist bestimmt wertvoll. Ruinenfragment. Hui. Also mehrere. Und da ist auch ein Wildschwein. Nehmen wir mit. Auch irgendwas. Gucken, ob ich das Wildschwein jagen kann. Wo ist es denn? Da ist auch noch einer. Den habe ich gar nicht gesehen. Kukri! Sehr gut. Ah, da ist das. Boah, Alter! Rammt der mich voll weg, ey. Oh, warte mal, ich konnte ihn auch plündern. Nee. Konnte ihn nicht plündern. Da liegt irgendwas. Oh, was ist das? Mehr. Es gibt Purpurtränen und Himmelstränen, Skarabäen. Besiegt sie, um die ihrem Typ entsprechenden Flaschen aufzufüllen. Ihr könnt nur so viele Flaschen auffüllen, wie es eure maximale Anzahl erlaubt, ja. Okay, alles klar. Verstehe. So, was kann ich mit den Zeugs anstellen? Inventar.
Über das Inventarmenü könnt ihr die Objekte ansehen, die ihr tragt, sie fallen lassen oder wegwerfen. Ihr könnt auch Werkzeuge aus dem Inventarmenü benutzen. Okay. Stellt FP wieder her, stellt LP wieder her, ja. Alle Runen verlieren und zum letzten Ort der Gnade reisen. Nee. Material zum Herstellen von Objekten. Wurf auf Gegner, um Schaden und Blutungen zuzufügen. Nutzt dies, um eine kleine Anzahl Runen zu erhalten. Asche der Vampire. Habe ich keine, okay. Wie kann ich denn was herstellen? Asche der Vampir ruft die Geister von zwei Vampirwichten. Zaubereien, Anrufungen, Kriegssachen, okay, Fernkampf, Pfeilbolzen, Schilde, Kopf, Brust, ja, Arme, Füße, Beine, Talismane, Infos. Also ich gehe mal davon aus, ich muss irgendwie so Rezepte finden oder so. Ja, hier kann ich noch gar nichts machen. Okay. Ja, ich denke, dann werden wir jetzt hier mal in dieser Ruine aufräumen. Ruinen vor dem Tor. Oh, der hat mich gesehen. Oh, das ist uncool. Weg. Ihr Snitches. Oh, der Wolf, der will mich, wa? Nicht mit mir, Freund.
war da. Den habe ich nicht gesehen. Machen wir Katz- und Mausjagd hier, Alter. Oh, der hat mich gesehen, ne? Nein! Er kommt ziemlich weit, der Arsch, ey. Nein! Fuck! Okay, einer weniger. Hat nichts für mich, ne? Ne? Oh, da ist ein Dicker. Ich glaube, der Dicke ist uncool. Tschüss. Schmetterlinge, ne? Oh. Wow! Jetzt habe ich mich aber erschrocken, oder? Einfach aus dem Nichts. Klettern kann man nicht, schade. Aber man kann einfach alles kaputt machen, das ist geil. Junge, hüpft einfach hier runter. Oh geil, ich hab eine Rüstung von denen gekriegt. Hallo, bleibst du mal hier? Das ist eine Schatztruhe? Nein. Der Typ da hinten guckt mich an, das ist nicht so cool. Es fliegt da schon wieder rum. Marsch weg. Krieg meine Tränke nämlich wieder. Kommt her. Boah.
Oh, uncool. Ah, jetzt. Naja. Hat mir jetzt nicht viel gebracht. Dicken da werde ich wahrscheinlich erstmal nicht vorbeikommen, oder? Da bin ich noch zu schwach für bestimmt. Schmetterlinge. Oh, Karte gefunden. Kann ich nichts kaputt machen. Daneben geschlagen, also voll. Vom Bolzen. Ich muss sagen, ich finde den Samurai eigentlich echt geil. Macht auf jeden Fall Laune. Aber ich finde es ein bisschen schade, dass die Animation immer dieselbe ist. Pegel. Vielleicht hinten bei der Truhe auch mal probieren sollen. Und da war ja auch noch eine Kutsche, ne? Beziehungsweise hier oben. An dem Gebäude oder was das sein soll. Hier. Ah, okay. Großschwert der Getreuen. Gucken wir doch mal direkt. Ach, ich kann das nicht nehmen, weil das... Okay, das Ding ist schlechter, das ist auch schlechter. Das Großschwert wäre besser, ich brauche aber nötige Attribute 16. Und ich habe Stärke 12. Okay, wie kann ich meine Stärke erhöhen? Scheint noch gar nicht.
So, hinten sind ja Katakomben, ne? Da muss ich mal rein. Oder irgendwas, wo man rein kann. Und hier die Schmetterlinge will ich auch mitnehmen. Aber ich weiß nicht, ob ich gegen diesen Dude da schon ankomme. Sieht ein bisschen heftig aus. Könnt's mal probieren. Ah, hier geht's erstmal runter. Wertvolles Objekt voraus. Oh ja, das nehmen wir. Gerne. Ist das ein besonderes Objekt? Hinzufügen von Talenten. Mit Hilfe eines Schleifmessers könnt ihr Kriegsasche an Orten der Gnade benutzen, um eure Waffen neue Talente zu verleihen. Eine Waffe kann nur ein Talent haben. Alle vorherigen Talente werden hierbei entfernt. Der Typ einer Waffe bestimmt ihre möglichen Talente. Einige Waffen verfügen über einzigartige Talente und können keine neuen aufnehmen. Mit Hilfe eines Schleifmessers könnt ihr Kriegsasche an Ort. Achso, hatte ich ja schon, ne? So, und jetzt? Wie kann ich das machen? Okay, also ich habe Kriegsasche Sturmstampfer. Zur Verwendung mit allen Nahkampfwaffen. Sturmstampfer wertig, verleiht einer Waffe Affinität und Talent. Aber ich kann es nicht verwenden. Schade.